Hey ho, meine Saufhausener Freudenwerkbetreiber. Wir sind zurück bei Let's Play Terranigma. Am Gipfel von Eklemater. Nach vielen, vielen Ereignissen sind wir angelangt und werden uns nun dem stellen, was uns hier erwartet. Es ist Boss-Time gegen den nackten Dunkelbruder. Auch genannt der Morph-Dämon, dessen Kampf in drei fantastischen Phasen gegliedert wurde. In der ersten Phase verwandelt er sich in einen finsteren Super-Yeti. Und dann steht er hier, verteilt seine Kristalleier auf dem Boden, die Schaden verursachen, wenn wir dort hineinlaufen. Und nun dreht und wendet er sich in alle möglichen Richtungen und beeinflusst somit den Sturm der Stürme, der auf diesem Gipfel hier entlang päst. Und unsere Aufgabe ist es, quasi hier doof rumzustehen und darauf zu reagieren, in welche Richtung der Wind sich hegt und weht, damit wir nicht hineingepustet werden in die geile Kristallwelt hier unten. Meine Güte, jetzt habe ich es beinahe vermasselt. Also, nicht, dass wir tot wären, wenn wir in einen hineingeraten würden. Aber wir können uns den Schaden auch ein bisschen sparen, wenn ich das so sagen darf. Und so vergeht eine E-Mail-Zeit, bis er aufgibt, die Hände hochstreckt und sich von der Polizei von Los Angeles verhaften lässt. Oder doch nicht? Verdammt, ich habe schon gespoilert, dass es mehrere Phasen hat. Was ich nicht verstehe... Na gut, wahrscheinlich war es für Entwickler einfacher, einfach den Screen oder das Spiel zu resetten, oder die Logik zu resetten, ups, um den Kampf in die nächste Phase zu führen. In die Aghanim habe ich Liebphase. Die Entwickler haben offensichtlich Zelda A Link to the Past gespielt. Und so dürfen wir nun diesem Feind seine eigenen halbmondartigen Geschosse um die Ohren hauen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie erneut nach ich weiß nicht wie vielen Spezial-Encountern diese komischen Magier in dieser Magier-Sprite-Grafik haben, uns diesen erneut um die Ohren hauen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es einfacher ist. Weil sie gesagt haben, oh, wir haben schon einen neuen Sprite gezeichnet für diesen Gegner. Dann benutzen wir für die anderen Phasen eben das, was wir schon kennen. Ist ja ein Morph-Dämon. Der soll sich in Sachen morphen, die wir schon kennen. Ansonsten wäre es kein Morph-Dämon. Und so erlangen wir nun die Kontrolle über Phase Nummer 3. Wo wir dem Morph-Dämon selbst von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Und wir wahnsinnige 8 Schaden machen. Nach einem Treffer verwandelt er sich in diesen Bunch von, diesen Clusterfuck von Fledermäusen, die sehr, sehr fair sind, weil sie teilweise einen sehr, sehr hohen Breitengrad und Längengrad hier an Fläche aufteilen. So, aber wir haben Zauber und werden sie gegen ihn benutzen. Moment. Oh, aber der Zauber ist ohne Wirkung hier. Wir haben ein Feature und schalten es beim Boss einfach mal aus. So, ihr habt gesehen. Wir machen 8 tolle Schaden. Und das würde ziemlich lange dauern, wenn wir so weitermachen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber die etwas schwächere Löwenklaue, wo nur steht Leons Meisterwaffe, wenn wir diese auswählen, ausgerüstet haben und ebenfalls mit dem Stichangriff draufhauen, machen wir mal locker das dreifache. Dreifach an Schaden. Also wir machen definitiv deutlich mehr Schaden. Das soll man mir jetzt hier erklären, wie ich diesen Scheiß ausweichen soll, ohne getroffen zu werden, so wie die Fledermäuse hier rumeiern. Weiß auch nicht, ob wie abseits des tollen Stichangriffs... Gehst du nach Hause? Abseits des Stichangriffs in irgendeiner anderen Art und Weise am besten operieren können, um mehr Schaden zu machen. Aber es... Oh, vor allem mit ein bisschen Crit. Ein bisschen Crit darf sein. Oh, das passiert mir auch nicht häufig, dass ich es schaffe. Ja, genau. Genau. Wie soll man da noch ausweichen? Und damit ist der Morph-Dämon abgekackt. Mein Gott, mit dieser Waffe hätte ich es früher auch machen sollen. Morph-Dämon besiegt. Ark, der Tag ist gekommen, die Menschheit wieder zu erwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Doch sie sind sich der Macht, die sie besitzen, nicht bewusst. Ark, du musst weiterhin für das Wachstum der Welt sorgen. Und ein Einblick über den Wandel der Zeiten. Der Mensch, dahingerafft, vergangen.
Doch die Welt lebt. Es entwickeln sich Pflanzen, die aus dem Boden hervorsprießen. Pflanzen, Nahrung für andere Lebewesen, für die, die sich von ihnen nähren. Pflanzen vergehen, doch deren Fresser bleiben. Doch es kommen andere, die sich vom Fleische derer laben, den Pflanzen als Nahrung dienen. Nachkommen erblicken das Licht der Welt. Doch eine Störung im Gefüge der Welt. Der Dämon bringt es außer Kontrolle. Die Dunkelheit legt sich über das Land. Doch der Held kehrt zurück, um erneut Ordnung in die Welt zu bringen. Oder ist es der Mensch, der zurückkehrt? Nein, ich würde sagen, es ist der Held. Nachdem er seine Aufgabe erledigt hat, kommt er wieder zur Ruhe. Oder sah es vielmehr danach aus, dass er zu seinem Ende kommt? Und somit ist Kapitel 2 Flora und Fauna abgeschlossen. Und wir beginnen das Kapitel 3 Licht und Schatten. Ich weiß nicht, ob es im Englischen einen anderen Namen hat, aber ich möchte es diesen Namen nicht nennen, weil es gewisse Dinge spoilert. Ja. Wir haben richtige NPCs, also Menschen-NPCs. Du bist wach. Wie geht es dir? Das muss ich Lord Kumari berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Anscheinend sind wir in einem richtigen Haus, in einem richtigen Bett. In einer Welt, wo es vorher noch keine richtigen Häuser und keine richtigen Betten gegeben hat. Doch folgen wir dieser liebreizenden Person einmal. Wie geht es dir gut? Du hast sehr lange und tief und fest geschlafen. Verausgabe dich nicht. Iss, damit du zu Kräften kommst. Wie lange und wie tief haben wir geschlafen, wenn hier schon scheinbar so eine Art kleine Gesellschaft aufgebaut wurde? Dinge wurden gebaut und entwickelt, wie Kochtöpfe, Töpferei, Teppichweberei. Hi, ich heiße Laki. Gut, dass es dir besser geht. Achso, Laki hat das Laken hier erfunden. Hallo Arik, ich habe dich gerettet. Du warst bewusstlos, als ich dich fand. Ich machte mir große Sorgen. Ich danke dir für die Rettung meines Lebens. Ein Schneemann! Yay! Yay! Seht her, ich habe einen Schneemann. Lasa gehört zu keinem Staat. Es gibt sogar schon Staaten. Es gibt keine Führer. Unter den Augen Lord Kumaris leben wir in absoluter Harmonie. Du lebst in absoluter Harmonie mit dem Seil, mit dem Canvas-Seil. Oh, wer braucht schon das Canvas-Seil, wenn wir hier hochklettern können? In diese Etage. Hast du Lord Kumari schon besucht? Lord Kumari ist da. Erweise ihm deinen Respekt. Kumari ist... Ich muss an dieses Lied von Asterix denken. Asterix ist da. Ah, da bist es. Bist du doch auch noch aufgewacht. Gut geträumt. Oder gut geschäumt. Oh, ein Kind. Wenn ich groß bin, werde ich als Mönch Lord Kumari beschützen. Wir sind also wirklich, ich würde mal sagen, in einem Umfeld, was dem Tibet sehr, sehr, sehr nahegelegt ist. Oh, das habe ich schon nicht... Ah, okay, wir sind in der richtigen Oberfläche. Oder so ähnlich. Lord Kumari heilt jede Krankheit oder Verletzung. Oh. Oh, da muss er sehr reich sein. Oder sehr menschlich. Dieser Tempel ist der geistliche Versammlungsort der Dorfbewohner. Der Glaube gibt mir Kraft, trotz aller Probleme zu überleben. Da ist die Frage, wovon die Leute hier leben. Scheinbar ist mit Nahrungsanbau nicht viel am Hut.
Lange irrten unsere Seelen umher, doch dann kehrten wir in Körper zurück. Was geschah, hängt mit einem vergangenen Ereignis zusammen. Ihr kehrtet in Körper zurück. Viel Spaß dabei, gut zu riechen nach der ganzen Zeit, wo der Körper, na, ihr wisst schon. Die Gegenwart ist bestimmt durch Geschehnisse in früheren Leben. Alles, was die Menschen tun, prägt die Zukunft. Die Vergangenheit prägt die Gegenwart und diese die Zukunft. Ich präge gleich erstmal das Speicherbuch. Alles Leben kann seine körperliche Form verlieren. Wir beten für Glückseligkeit im nächsten Leben. Ich bete darauf, dass ich jetzt gleich mal den Herrn Kumari finde. Ah, Level 15. Und jetzt darf ich so sagen, ich würde sagen, so das... Also mir hat Terranigma immer, zu jeder Zeit, auch Kapitel 1 und 2, großen Entdecker-Spaß bereitet und Freude. Aber ich darf sagen, das richtige Spiel... Mann, das passt jetzt hier von der Atmosphäre voll rein! Auch du, willkommen im Laden, wie kann ich helfen? Ich muss mal hier Stocks auffrischen, Geld habe ich ja. Gut, nein, das will ich nicht. Mal gucken, oh, es ist... Wert Flüche ab. Will ich mir das leisten? Flüche klingt aber gut. Ja, ich will es mir leisten. So, ups. Ja gut, wenn wir schon mal da sind, dann können wir es auch direkt ausrüsten, ne? Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Feuerrüstung oder die Eisrüstung, besser gesagt, irgendwelche Properties hat. Es klingt so, als das Ding, die Mönchskutte sieht eher so aus, als wären wir in der Römerzeit mit einem Lederharnisch oder sowas hier verortet. Eine Toga würde hier jetzt gut passen, wenn es für Mönche ist oder sowas. Okay. Immer noch in Lhasa. Offensichtlich... Oh, habe ich mit dir gesprochen? Ja, doch, habe ich. Alles keine Sorge. Alles gut. So, wir waren irgendwie auf dieser Ebene. Oder mussten wir irgendwie ins Erdgeschoss ebnen? Dings? Ich weiß es gerade nicht. Ich guck jetzt hier gerade nur mal rein. Okay, da geht's nach oben, aber ich glaube, da ging's nur in die höhere Ebene, was durchaus sind... Ja, okay. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen tiefer. Es muss... War ich schon hier? Hast du Lord Kumari gesehen? Er war äußerst besorgt um dich. Lord Kumari hat wunderbare Kräfte. Oh, und er hat Tiere in seinem Haus. Oh Gott. Oh, gleich sterbe ich. Jocks sind wichtig. Sie transportieren Dinge und geben Milch und Fleisch. Außerdem kann man auf ihnen reiten, wenn sie wollen. Ja, die Entwickler lieben Jocks. Zumindest Jacks zu essen. Wenn ich an Illusion of Time / Guy denke. Warte nochmal, wo ist dieser Lord Kumari nochmal? Lord. Lörtchen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß nicht mehr, wo der Lord gewesen ist. Ich habe gedacht, er ist in diesem Gebäudekomplex irgendwo. Stimmt! Stimmt! Da müssen wir nochmal danach suchen. Um uns vor Wind und Schnee zu schützen, bewohnen wir Steinhöhlen. Weil mehr aussieht, als wäre das hier ordentlich gut in den Stein gehauen, guter Mann. Okay, wir arbeiten uns jetzt von unten nach oben durch und versuchen, die Ausgänge zu nehmen, die uns das Spiel jetzt fallen. Ich hatte damals... Na gut, ich habe damals mit Spieleberater gespielt. Zumindest das erste Mal. Und dann habe ich mich wohl irgendwie immer erinnern können. Aber nein! Im großen Tempelhaus ist dieser Lord Kumari natürlich nicht angebracht. Oder war er hier drin? Ah, das sieht gut aus. Ah, da ist er. Lord Kumari prophezeite dein Kommen. Du bist der, der das Schicksal der Welt in Händen hält. Und ich bin ein Poet. Da, was geht? Stirbt Lord Kumari, wird er wiedergeboren zurückkehren. So hat er in verschiedenen Körpern die Entwicklung der Erde verfolgt. Wow, was für ein Kerl. Du bist endlich aufgewacht, Ark. Ich bin Lord Kumari. Bleib in Lhasa, bis es dir besser geht. Hier bist du sicher. Du wirst bald wissen, was du zu tun hast. Du kannst nun nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Nimm dies an dich. Es ist einer der ältesten Zauber von Lhasa. Wir erhalten den Knochenzauber. Damit kann man keine Knochen für eine schöne Hühnersuppe herbeizaubern, sondern ich glaube, man konnte damit, also Dungeons verlassen. Schnell, sich raus teleportieren.
Lord Kumari, Mayo ist angekommen. Ich weiß, bitte ihn zu mir. Ich glaube, die Mönche sind eh angepisst. Sie müssten ihm Bescheid sagen, wenn was ist, aber er weiß es natürlich schon. Okay, ich bin schneller. Um uns quasi zu revanchieren, werde ich meine Sprint... Du kommst nicht vorbei, oder was? Ich hab noch nicht mal nach oben gedrückt. Der Typ hat mich einfach nach oben geschubst. That's never happened before. Ah, egal. Oh, da ist er. Mayo. Und häufig sieht man ihn mit seinem besten Freund Pommes. Oh, endlich wieder da. Hallo, Fremder. Vielleicht können wir uns später unterhalten. Wenn du mit mir reden willst, musst du dich noch etwas gedulden. Aber jetzt bewege ich meine alten Knochen in dieses Haus. Okay, wir folgen ihnen unauffällig. Anscheinend scheint dieser Mayo ein sehr wichtiger Dude zu sein. Ah ja, stimmt, du hast mich eben wieder hochgeschubst. Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich mache mir Sorgen um meine Enkelin. Ach so, das war Mayo. Ich mache mir Sorgen um meine Enkelin. Du meinst, Mylin? Leidet sie noch immer unter dem Tod ihrer Eltern? Ja, ständig kehrt sie zu dem Unglücksort zurück. Sie hat die Gabe, Illusionen zu schaffen, die sie für real hält. Auch andere Menschen nehmen diese Illusionen wahr. Irgendwie hat Ark aus der Entfernung dieses vertrauliche Gespräch gehört. Du bist Ark? Lord Kumari erzählte bereits von dir. Ich sprach gerade von meiner Enkelin. Ihr Name ist Mylin. Sie lebte mit ihren Eltern in Luran, doch dann kam der Krieg. Jetzt lebt sie bei mir. Doch sie vermisst ihre getöteten Eltern. Daher spielt sie den ganzen Tag in den Ruinen Lurans. Wo Luran liegt? In der Wüste, nordöstlich von hier. So sagt man zumindest. Ich war noch nie dort. Mylin hat mir nie den Weg verraten. Und du bist ihr nie hinterhergegangen? Frag nur. Aus Höflichkeit. Ark, das Schicksal hat Mayo und dich zusammengeführt. Mayos Ankunft nach deinem Erwachen ist ein seltsames Zeichen. Bist du bereit, mit deinen Kräften Mayo und Mylin zu helfen? Ja, das ist dann wohl so eine indirekte Aufforderung, mal nach Luran zu gehen. Ja, ich hätte meinen Charakter wirklich Pommes nennen sollen, das hätte... Ist klar, Chef! So, nicht nochmal mit ihm reden. Doch was wir in Luran vorfinden werden, das erfahren... Und ob wir... Wer? Das erfahren wir in der nächsten Episode von Let's Play Terranigma. Bis dann, ciao.